They might be hard to get nowadays, but there are more than enough people carrying one. Just meet a lot of people, I guess. I believe in you. Okay, das war ja freundlich. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Küche, nicht wahr? Denn da ist irgendwas los. Okay. Das. Warum macht er die Tür zu? Er lässt mich hier alleine mit dem Ding. Verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Alter. Was ist das hier? Ah. Na toll. So, jetzt habe ich eure Schnauze voll. Bam. Moment, 9 Punkte hat ihr das abgezogen? 23, haha. So, 19. Na, ich glaube nicht, dass das besser ist. Jedenfalls nicht unbedingt. Vielleicht nicht in einem Bosskampf. Jedenfalls nicht in dem. Ich muss viel eher gucken, dass ich hier... Ach Gott. Okay, ich muss mich daran gewöhnen, dass man an den Bossen einfach so vorbeilaufen kann. Dass ein Berühren der Bosse meistens nicht dafür sorgt, dass man Schaden nimmt. Das bin ich aus anderen Spielen anders gewohnt. Na toll. Und wenn er uns mit seiner Spucke trifft... Ah, hier wird gespeichert, das ist interessant. Wenn er uns mit seinem Topping bespuckt, dann sind wir lecker für ihn und dann schluckt er uns sofort. Das sollte man verhindern. Ich glaube, wir müssen hier nur... Ich glaube, wir müssen nur auf den Ofen schießen, ne? Genau, auf den Ofen rauf. Nicht auf das Vieh an sich, sondern auf den Ofen. Okay, dann haben wir schon mal seine Schwachstelle gefunden. Ah, Gott! Vor allem, der gibt einem immer doppelten Schaden. Erst wenn er einen schluckt und dann, wenn er ihn wieder ausspuckt. Das ist immer so ein kleines bisschen Beschiss, wie ich finde. Wenn man doppelten Schaden kriegt erstmal. Ah! Alter! Das ist ja heftig. Ich kann ihm einfach kaum ausweichen. Wow, was war das denn? Was ist denn jetzt los? Ah! Alter, richtige Bullet Hell hier. Wie heftig! Verdammt, Mann. Ist ja gar nicht. Hier stehe ich aber, glaube ich, relativ gut. Ich will das immer nicht sagen, dann verteufelt man's. Ah! Geschafft! Meine Fresse, ich bin der Beste. Wow, you seem to have a pretty eventful life, Scallywag. Ja, sieht so aus, ne? By the way, do you think that tube in the ceiling might lead us anywhere? Die hier, da oben. Mann, ey, was habt ihr denn hier reingemacht? Oh, können die Schublade rein. Hä? Ach, durch die Schublade kann man raus. You did it! We can go back into the kitchen. But it's actually quite nice out here. I'll be here a bit longer. I can blow bubbles. They bring you up to your balcony. You only have to jump into them. Oh, nice! Sehr schön. Ah, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Nämlich, um da oben an die Filmrolle ranzukommen. Komm nochmal. Komm schon. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn sowas vorbeispringen? Komm schon. Na los. So, sehr schön. Eigentlich wollte ich auch die Filmrolle da kriegen. Deshalb versuchen wir mal hier irgendwie... Na, ich kann nicht weiter. Oh. Okay, da wollen wir nicht hinspringen, sondern wir bleiben jetzt hier ganz links. Um da die Filmrolle zu kriegen. Wunderbar. Oh, die hätten wir auch hier durch die Küche kriegen können. Okay, nein, wir wollen jetzt erstmal gucken, ob wir von hier irgendwie in den 5. Stock kommen. So, das weiß ich nämlich jetzt nicht. Oder ob das der Balkon von unserer Wohnung ist. Von unserer alten Wohnung. Das könnte nämlich auch sein. Aber es könnte auch sein, dass man darüber in den 5. kommt. Wir gucken uns erstmal hier um. So, da wohnt ja jetzt ein Neuer. Ne? Floor 4. Und jetzt auch die Tür offen. So, could you get out of my room now? I have no idea who you are. I'm sorry. Bye. Scheiße. Verkackt. Okay, dann muss ich nochmal nach unten. Blöder Mist, Mann. Ich darf natürlich nicht reingehen. Das ist schon eine Art Einbruch. Aber die sind alle so freundlich, dass es erst einmal egal ist. Also. Wir müssen hier nochmal nach draußen. Und der macht hier nochmal so eine Blase. So. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier oben
auf das Ding raufgesprungen kommen. Plopp. So, wunderbar. Und jetzt müssten wir eigentlich im 5. Stock sein. Ach nee, wir sind immer noch im 4. Aber wir haben die Tür aufgemacht. Das ist ja schon mal ein Erfolg. So, und wo kommen wir da hin? Floor 5! Ah, sehr schön. 5. Stock. Fantastisch. Geschafft. Jetzt sind wir im 5. Stock. Okay, das ist gut. Diese Kisten hier kann man immer wieder mal rein. Ich glaube nicht in alle, aber in einige. Okay, und auf welche Kisten kann ich... Ach, hier kann ich rein. Sehr schön. Wie gesagt, man sieht manchmal nicht so gut, wo Vorder- und Hintergrund ist. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. So. Da sind wir rein. Wunderbar. Oh, noch eine Filmrolle. Sehr schön. Und hier sind wir jetzt im 5. Stock. So, und das müssten wir jetzt irgendwie mal sauber kriegen. Wir können ja mal gucken mit unserem Saubermacher hier, mit dem Breath 2000. Nee, irgendwie nicht. Da gehen wir mal weiter nach links. Was ist denn hier sonst noch im 5. Stock? Okay. Oh. Ganz schlecht, schon wieder ein Boss. Oh. Na toll, da ging gerade... Da ging gerade die Barrikade runter, weil es ein Endboss ist. Und davon wurde ich getötet. Das ist ja auch ein bisschen unglücklich. Okay, ich glaube fast, der wird nicht allzu schwer zu besiegen sein, oder? Ich glaube dann... Oh Gott. Oh nein, keine Staubwolke. Boah. Alter. Ganz schön staubig hier. Goll, er sieht doch irgendwie nicht glücklich aus. So. Dass man die ganze Zeit so am Husten ist. Ich weiß nicht, wenn Staub leben könnte, leben würde, müsste es dann husten? Ey, guck mal, der wird kleiner. Der wird immer kleiner, das fällt mir jetzt erst auf. Oder ist er das am Anfang nicht geworden? Ich weiß nicht. Aber er wird immer kleiner und zwar deutlich kleiner. So viel kleiner, dass wir irgendwann nicht mehr unter ihm... Alter! Dass wir irgendwann unter seinem Sprung nicht mehr drunter durch müssen. Ach, Mann, ey. Die Bosse sind hart, aber das liegt wirklich hauptsächlich daran, dass das Ding nicht sonderlich beweglich ist. Also unser Wumm hier, nicht das Ding. Der ist einfach nicht beweglich. So. Was ich nicht verstehe, ist, warum der, wenn er kleiner wird, nicht höher springen kann. Dann wiegt er doch weniger. Ich meine, es macht schon Sinn. Jemand, der groß ist, kann eigentlich höher springen. Aber das, ich weiß nicht, das scheint bei so einem Gegner, denke ich immer, das hat weniger mit Größe zu tun, als vielmehr mit Gewicht. Ich meine, es hängt hier natürlich zusammen, aber ich habe das Gefühl, der wird nicht kleiner, der wird leichter. Auch wenn es das Gleiche ist. Oder ist nicht das Gleiche, besser gesagt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er kleiner. Und wahrscheinlich dadurch auch zwangsläufig... Alter, warum wurde ich denn jetzt so oft getroffen? Ist ja nicht zu fassen. Irgendwie die Projektile in dem Spiel bewegen sich so seltsam. Und es gibt auch keinerlei kurze Unverwundbarkeit, bis man das nächste Mal getroffen wird. Man kann einfach immer getroffen werden. Und das ist so unüblich. Man kann ganz schnell hintereinander zweimal getroffen werden. Einfach so. Boah. Nein, das schaffe ich jetzt. Ist mir jetzt egal. Ich glaube, ich muss öfter aufhören zu schießen und mich dann aufs Springen konzentrieren. Und das war eben einfach schlecht. Das war einfach schlecht. Wie kann man denn so schlecht sein? So, jetzt einfach nur springen. Drüber, dann zielt er nach oben. Das ist doch ganz einfach. Kann doch nicht so schwer sein, Mann. Also wirklich... Ich finde, wie die Projektile fliegen, ist sehr seltsam hier. Aber er zielt immer auf den Wumm. Das heißt, er zielt einmal auf ihn, wenn er in der Luft ist und einmal, wenn er am Boden ist. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Verstehe ich gar nicht. Wie kann man sich denn nur so anstellen? Ah. Mann, ey. Ich fand, es wird mit den Sprüngen immer schwieriger, weil er immer kleinere Sprünge macht. Es wird nicht einfacher. Das wäre ja auch mal ganz schön, wenn ein Bosskampf irgendwie leichter wird. Weil man denkt, okay, ich bin jetzt schon die ganze Zeit dabei, gegen ihn zu kämpfen. Und jetzt bin ich erschöpft, sagen wir mal. Und, oh Gott, das war gemein. Er hatte Bewegung gemacht, als ob er gleich springen würde oder was anderes macht. So, und jetzt brauchen wir nicht mehr unter ihm durchzuhüpfen. Das meinte ich eben. So, und jetzt ist er so klein, jetzt kann ich ja über ihn drüber. Ah, au. Ich konnte mich eben gar nicht mehr bewegen. Ah, das ist ein Wumm gewesen. Jut.
made it! And just, wow, this room seems perfect for me. Thanks, Wum. Oh, if you ever want to practice your fighting skills, you can find me here. I've never seen this much space in one room. Ja, Fighting Skill ist natürlich so eine Sache, das ist ein sehr schwerer Boss. Das ist ein Trainingsboss, würde ich sagen, aber er ist sehr schwer zu besiegen. Hallo? And which floor would you like to go? Never mind. Ich möchte nicht zu irgendeinem... Wo ist denn jetzt diese Eisenbahn? Das ist ein Teil vom Spiel, den ich leider nie verstanden habe. Ich habe keine Ahnung, wo die Eisenbahn ist. Ich weiß es nicht. Gut, wir sind jedenfalls hier jetzt im 5. Stock gewesen und jetzt wollen wir doch mal hier reingehen. Ach, können wir gerade gar nicht. Okay. Dann wollen wir wieder zurück zur Küche. So. Wir springen jetzt mal in die Küche runter und hoffen, dass wir nicht von den Blasen da erwischt werden. Und dann gehen wir mal hier rein, in diese Pipe. So, weil die hat ja, da leuchtet ja auch die kleine Lampe. Da können wir also durch. Plopp. Okay, hier sind wir jetzt drin. So, dann können wir jetzt hier auch die Tür aufmachen. Und können wir auch in die anderen rein? Ich glaube ja nicht, ne? Nee, weil die nicht leuchten. Deshalb holen wir mal hier unseren Breath 2000 raus und werden das hier ein bisschen sauber machen. So, Mampf. Und vielleicht leuchtet dann da ja nach auch etwas. Nee, irgendwie nicht. Scheiße. Okay, also irgendwie hilft uns das jetzt nicht so viel. Wir können darüber natürlich in andere Bereiche kommen. Aber das hilft uns nicht, solange wie das noch nicht angeschaltet ist. Weil diese Pipes, die gibt es an vielen Stellen. Aber dafür muss ja... Oh, guck mal, da unten. Ah, man muss bestimmt den Ofen anmachen. Das wird so eine Art Generator sein. Wir müssen einfach nur ein Streichholz kaufen, damit wir den Ofen anzünden können. Ich glaube, das ist es. Okay, war das hier in dem Stockwerk oder wo war das? Ja. Ah, jetzt ist es schon wieder verklebt. Gibt's ja gar nicht. Können wir vielleicht hier... wo ist denn da? Mit der Kerze. Nee. Okay, dann müssen wir hier tatsächlich mal ein Streichholz kaufen. Ich meine, wir wissen, wo man ein Streichholz herbekommt. Das ist jetzt kein großes Problem. Und wir wollen eigentlich auch mal mit dem hier reden. Wir haben ja den 5. Stock wieder zugänglich gemacht. Oh, hey. I heard that you got rid of that dust situation on the 5th floor. That's kind of nice of you. But it's not enough. You still have to leave. Was für ein Sack. Wie kann man denn nur so sein? Warum bist du denn so? Das ist doch nicht cool. Ich hab mich so krass eingebracht. Ach nee, das ist ja voll die falsche Richtung. Wir wollten zu den Blyans. Denn da war ja jemand, der Streichhölzer verkauft hat. Hallo? We messed up really bad with that last dessert. All the cooks left to Popo City. Carlo promised us Wonders Blank coins if we prepared something. Obviously, we got excited and wanted to make something big. And then all that happened. I'm glad it's over now. Yeah. Okay. Dann wollen wir mal... Wie komme ich denn hier jetzt... Achso ja, durch die Schublade durch. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Wie das Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. So, wir könnten natürlich auch nochmal zu dem Alleswetter gehen und gucken, ob der nicht vielleicht noch ein Streichholz für uns hat. Der, klar, der bei den Blyans, der verkauft welche, aber vielleicht kriege ich ja noch eins gratis. Wollen wir mal gucken. Ansonsten haben wir ja noch einige Filmrollen. Why, hello again, do you have a question about something? I need a match. You need a match? Let me see. There you go. Wunderbar.